Endlich geht es los. GTA 5 startet auf dem PC. In dieser Nacht erfolgt der Release. Damit ihr bestens auf den Start der PC-Version von Grand Theft Auto 5 vorbereitet seid, gibt's in diesem Video nochmal die wichtigsten Infos. Damit am Release-Tag von GTA 5 PC lange Wartezeiten entfallen, bietet Rockstar Games die Open-World-Action als Preload an. Seit dem 7. April haben Käufer der digitalen Version per Vorab-Download die Möglichkeit, die zum Spielen benötigten Dateien herunterzuladen. Der Preload ist unter anderem über Steam und Rockstar Warehouse möglich. Nutzer mit einer niedrigen Internetbandbreite sollten etwas Zeit für den Download einplanen. Der Preload schaufelt Dateien in einer Größe von rund 60 GB auf die Festplatte. Eine exakte Uhrzeit zur Freischaltung gab Rockstar Games bereits bekannt. Nach Angaben des Unternehmens lässt sich Grand Theft Auto 5 auf dem PC in Deutschland am 14. April um 1 Uhr nachts spielen. Wer den Preload nutzt, um die Spieldateien vorab herunterzuladen, kann also in der kommenden Nacht mit dem Spielen der PC-Version von GTA 5 beginnen. In den USA wird GTA 5 PC übrigens entsprechend am 13. April um 7 Uhr Ostküstenzeit freigeschaltet. Wer GTA 5 direkt zur Freischaltung im Online-Modus erleben will, sollte wohl etwas Ausdauer mitbringen. Aufgrund des weltweit gleichzeitigen Starts von GTA 5 ist mit einem riesigen Andrang auf die Server zu rechnen. Dass es zum Spielstart von GTA 5 PC Probleme mit den Online-Servern gibt, ist nicht auszuschließen. Damit GTA 5 PC ohne Fehlermeldungen und Probleme startet, solltet ihr zunächst sicherstellen, dass euer PC die nachfolgenden Systemvoraussetzungen erfüllt. Für die Minimum-Specs gibt Rockstar Games ein Intel Core 2 Quad CPU Q6600 at 2,4 GHz oder ein AMD Phenom 9850 Quad-Core Prozessor at 2,5 GHz an. 4 GB Arbeitsspeicher sollten es sein und eine Nvidia 9800 GT mit 1 GB Speicher oder entsprechend eine AMD HD 4870 mit 1 GB Speicher, also für DirectX 10, 10.1 und 11. Zudem ist ein 64-Bit-Betriebssystem notwendig, damit GTA 5 PC überhaupt gestartet werden kann. Die PC-Version der Open-World-Action unterstützt außerdem eine 4K-Auflösung. Um das Action-Abenteuer auf einem 4K-Bildschirm mit 30 FPS spielen zu können, benötigt man mindestens eine AMD HD 7870 oder Nvidia GTX 760 mit 2 GB VRAM. Für GTA 5 PC in 4K-Auflösung mit butterweichen 60 Bildern pro Sekunde ist ein PC mit High-End SLI oder Crossfire-Setup erforderlich. In den Einstellungen von GTA 5 auf dem PC lassen sich zahlreiche Grafikoptionen festlegen. Ideal, um die Open-World-Action perfekt auf die jeweilige PC-Hardware abzustimmen. Wer keinen High-End-PC besitzt, sollte sich die zur Verfügung stehenden Einstellungen näher anschauen und an den Schiebereglern spielen. Zur Auswahl stehen etwa Optionen für Auflösung FXAA, MSAA, Nvidia TXAA, V-Sync, Weitsicht, Texturqualität, Schattenqualität, Reflexion, Wasserqualität und Grasqualität. Passt die einzelnen Reiter an die Performance eures PCs an. Probiert mehrere Einstellungen aus, um die beste Grafikqualität aus GTA 5 herauszukitzeln. Nvidia veröffentlicht zum Release von GTA 5 außerdem einen Game-Ready-Treiber, der GeForce-Grafikkarten für das Action-Adventure von Rockstar Games optimiert. Mit dem Treiber könnte die Performance von GTA 5 PC weiter verbessert werden und ein entsprechender AMD-Treiber dürfte ebenfalls folgen. In diesem Sinne, viel Spaß mit GTA 5 auf dem PC!